Hallo zusammen, Freunde der Textverarbeitung. Heute kümmern wir uns mal darum, wie wir ein Word-Dokument so formatieren, dass es aussieht wie in einem Paper. Als Formatvorlage oder als Beispielpaper nehmen wir dieses Mal die Formatierung von IEEE. Das Ganze sieht dann quasi so aus. Wir haben zwei Spalten. Wir haben hier Kapitelchen in der Überschrift. Wir haben hier so kleine Abstände vor den einzelnen Absätzen. Und wenn wir mal runter scrollen, dann sehen wir auch hier, unser Inhaltsverzeichnis ist auf Englisch gestellt. Also zum Beispiel hier steht ein Volume anstatt zum Beispiel Band oder Ausgabe in der deutschen Version. Das werden wir also machen. Genau. Was wir dazu brauchen, ist eigentlich nicht viel. Wir brauchen lediglich unseren Text, der schon richtig zugewiesen wurde, also unser Text als Standard, die Überschriften jeweils, also Überschrift 1 oder 2 formatiert. Dann brauchen wir noch unser Literaturverzeichnis, das im Idealfall schon eingefügt wurde. Wie man Literaturverzeichnis macht und so, habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich würde euch hierzu raten, das Ganze als IEEE 2006 zu speichern, was es inzwischen in der Version Word 2010 gibt. Gut. Zuallererst müssen wir mal unser Blatt richtig anpassen. Das heißt, die Seitenränder anpassen. Wir werden jetzt hier im Übrigen wie überall nachher die Einstellungen von diesem Template benutzen, was ich euch vorhin gezeigt habe. Als Ränder geben wir ein, oben 1,0, unten 4,29 und nochmal 1,29 und 1,29 für links und rechts. Warum es immer so komische Zahlen sind, ich denke, das hängt damit zusammen, dass es eben in der amerikanischen Version Inch sind und dann ergibt sich das wahrscheinlich so, glaube ich, weiß nicht. Gut, dann ändern wir mal hier den Text auf Times New Roman. Schriftgröße 10. Wunderbar. Und das hier oben dann auch Schriftgröße 24. Gut. Wir möchten jetzt ab hier ja den Text als in zwei Spalten haben. Deswegen wechseln wir hier erstmal die Ansicht, sodass unsere Formatierung angezeigt wird. Dann fügen wir an dieser Stelle noch einen Absatz ein. Und jetzt, damit wir hier ab hier jetzt zwei Spalten einfügen können, gehen wir auf Seitenlayout, Umbrüche, gehen dahin, wo unser Umbruch eingefügt werden soll, auf Umbrüche und dann auf Abschnittsumbrüche einfügen, und zwar wählen wir dann fortlaufend. Wenn wir da jetzt draufklicken, wird an die Stelle, wo unser Cursor war, davor der Abschnittswechsel eingefügt. Das heißt, wir können jetzt auch hier wieder den Abstand wegmachen, gehen auch wieder auf Start und machen wieder die Ansicht normal. Gut. Wir sehen jetzt hier noch nicht viel, weil wir ja auch noch nicht unsere Spalten eingefügt haben. Das machen wir jetzt. Deswegen schauen wir, dass unser Cursor sich in dem Abschnitt befindet, den wir ändern wollen. Gehen auch wieder auf Seitenlayout, dann auf Spalten. Jetzt könnten wir entweder gleich hier bei Spalten 2 auswählen, aber da wir ja bestimmte Werte haben, die wir anpassen wollen, gehen wir auf weitere Spalten, wählen dann hier zwei Spalten aus und geben als Wert ein 8,89 und als Abstand 0,63 und klicken auf OK. Und wenn wir das gemacht haben, bing, sehen wir, wir haben oben eine Spalte und ab hier dann zwei Spalten Text durchgängig bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Wunderbar. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Schrift. Die Schrift ist immer Times New Roman. Das heißt, wir gehen auf Standard, wählen Ändern und ändern erstmal die Schrift zu Times New Roman. Schriftgröße 10. Das müsste eigentlich eben leicht von der Hand gehen. Der Text ist im Blocksatz geschrieben. Also wir wählen hier das Feld noch aus. Gut, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir so einen kleinen Abstand hinkriegen am Anfang von jedem neuen Absatz. Das können wir hier einstellen bei Sondereinzug. Erste Zeile
nennen wir ihn hier 0,51 Abstand danach 6 Punkte, Zeilenabstand einfach. Also genau, das Ganze findet ihr, ich zeige es euch gleich nochmal, okay, findet ihr hier bei Format Absatz. Genau, da bleibt dann dieses Fenster auf und da könnt ihr die Sachen einstellen. Okay. Jetzt haben wir das gemacht und wir sehen schon hier wunderbar, hat alles wohl sehr schön funktioniert. Wenn wir das reinzoomen, ja, haben oben diesen Absatz und diesen Abstand. Genau. Gut, dann ändern wir kurz unser Abstract. Ich würde vorschlagen, das macht man von Hand, das geht wesentlich schneller. Schriftgröße ist hier 9, fett und Abstract ist kursiv und die Keywords sind in der Regel auch kursiv. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um die Überschriften. Dazu gehen wir hier wieder auf unsere Formatvorlagen. Auf unsere Formatvorlagen, Rechtsklick drauf, wieder auf Ändern. Schriftgröße von den Überschriften ist immer 10. Weder fett noch kursiv in diesem Fall. Schriftfarbe ist das Schwarz. Gehen wir wieder auf Format, diesmal auf Schriftart zuerst. Und dann setzen wir ein Häkchen bei Kapitelchen. Wenn ihr jetzt unten hier auf das Feld schaut, dann seht ihr, was passiert, sobald ich hier draufklicke. Ja, die kleinen Buchstaben werden zu großen Buchstaben umgewandelt. Entschuldigung, ich habe noch nicht gefrühstückt. Bin noch etwas verplant. Okay, als nächstes gehen wir wieder auf Format und wählen diesmal Absatz aus. Ausrichtung ist in diesem Fall zentriert. Einzug links und rechts bleibt immer 0, auch später. Erste Zeile, und da wählen wir dann aus, also in der Einzug, lasst mich nachschauen, 0,38. Abstand davor ist 8 und Abstand danach ist 4 und Zeilenabstand ist einfach. Okay. Genau. Die Werte, die ich jetzt hier immer eingebe, die kommen nicht von mir. Die kommen eben von diesem Template. Gleich machen wir jetzt bei Überschrift 2. Also wir gehen wieder auf Ändern. Wieder Schriftgröße 10. Nicht fett, dafür diesmal kursiv. Farbe schwarz. Hier gehen wir jetzt nur auf Absatz. Und wählen erstmal linksbündig. Da jeweils 0,0. Erste Zeile 0,51 cm. Stimmt. Diesmal zufällig. Abstand davor ist 6 und Abstand danach ist 3. Ja, okay. Auch okay. Und das gleiche machen wir jetzt noch bei der dritten Überschrift. Gehen wir wieder auf Ändern. Wieder kursiv. Wieder Schrift, Farbe schwarz. Schriftart wieder Times New Roman. Wieder auf Format gehen. Absatz. Das ist eigentlich immer das gleiche. Man muss nur wissen, was man eingibt. In diesem Fall haben wir Blocksatz, wir haben wieder 0,0, wir haben hier diesmal hängend und geben da ein, nein, erste Zeile, Entschuldigung, 0,32, Abstand ist 0,0 in beiden Fällen und Zeilenabstand genau 12. Wenn ihr das anders machen wollt, könnt ihr es auch leicht umändern. Das sind wie gesagt die Werte von dem Template. Gut, dann haben wir das so formatiert, wie wir es haben wollen. Okay, dann fehlt jetzt nur noch die Nummerierung. Hierzu gehen wir jetzt oben in der Leiste auf Liste mit mehreren Ebenen und wählen zuerst einmal die Liste auf, wo hier Überschrift steht. Eine mit Überschriften, wählen wir aus. Sehen wir schon, scheint ganz gut zu funktionieren, nur stimmt die Formatierung noch nicht. Das heißt, wir gehen nochmal auf diesen Reiter und gehen diesmal auf Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren und klicken da drauf. Sehr schön. Jetzt müssen wir wieder einmal ganz viele Einstellungen vornehmen. Bei der Überschrift 1, die hier aktiviert ist. Hier schauen, dass es auf Römisch gestellt ist, die Zahlenausrichtung zentriert. Die Ausrichtung ist bei 0,51 cm, das stimmt, der Texteinzug bei 0. Okay. Überschrift Nummer 2. Zahlenformat sind eben hier groß ABC. Zahlenausrichtung links.
Ausrichtung 0 und der Textanzug bei 0,51 cm. Überschrift Nummer 3. Hier sind Zahlen drin. Zahlenausrichtung links. Und dann haben wir hier die Ausrichtung 0,32 und der Textanzug ist wieder oder ist 0. Und bei Überschrift 4 haben wir hier kleine Buchstaben. Die Ausrichtung ist bei 0,63 und der Textanzug bei 0. Zahlenausrichtung ist wieder links. Gut, jetzt gehen wir auf OK. Und wir sehen schon Blick, es hat sich sehr viel getan. Und unsere Nummerierung steht jetzt mal weiter rein. Also ist hier die Nummerierung. Funktioniert eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt hier als Überschrift 2 definiere, dann sehen wir hier, die Unterüberschrift wird mit so einem kleinen Absatz hier eingefügt. Gut. Das ist wieder rückgängig. Okay. Ja. Fehlt uns eigentlich jetzt nur noch das Literaturverzeichnis. Das ist jetzt ja ein bisschen hier komisch verzerrt und verzogen. Zuerst wollen wir uns aber darum kümmern, dass unser Literaturverzeichnis auf Amerikanisch umgestellt wird. Weil wenn wir uns das jetzt mal anschauen, irgendwo, zum Beispiel hier steht BD, also Band 45, es müsste aber eigentlich ja Volume heißen, wenn unser Paper auf Englisch steht. Um das zu ändern, drücken wir auf der Tastatur Alt und F9 gleichzeitig. Dann wechseln wir zu dem, zu so einem Programmier oder zum Fenster, wo wir den Code sehen, den Programmiercode oder den Code von dem Text halt, ne? Da gehen wir auf hier Bibliography, wird angezeigt, das ist quasi der Platzhalter für unser Literaturverzeichnis. Jetzt müssen wir die Sprache ändern. Das geht ganz einfach, man muss nur wissen wie. Und zwar machen wir dahinter ein Leerzeichen hinter dem Bibliography, allerdings auch vor der geschweiften Klammer. Jetzt gehen wir weiter rein. Dann geben wir ein Backslash, dann ein L wie Language, nochmal Leerzeichen. Jetzt müssen wir den Ländercode eingeben für Amerika, der ist in dem Fall 1033. In Deutschland wäre das zum Beispiel 1031 und so weiter und so fort. Es gibt im Internet eine Liste, hier könnt ihr googeln, da stehen alle Ländercodes von allen Ländern. Wenn ihr zum Beispiel ein Paper auf Spanisch schreiben wollt oder Französisch, was weiß ich, müsst ihr das dann jetzt hier entsprechend einfügen. Gut, dann drücken wir jetzt wieder Alt und F9. Und wie wir jetzt hier sehen, ist absolut überhaupt gar nichts passiert. Hier steht immer noch Band 45, liegt allerdings daran, dass wir das noch nicht aktualisiert haben. Das heißt, wir machen einen Rechtsklick da drauf und gehen auf Feld aktualisieren. Und wenn wir jetzt nachschauen, steht hier plötzlich Volume 45 und PPV Page. Das scheint also funktioniert zu haben. Wunderbar. Jetzt ist unsere Formatierung noch hier etwas kaputt. Das können wir allerdings auch sehr leicht ändern. Ich würde euch empfehlen, ihr klickt dazu zuerst hier auf dieses kleine Pfeilchen bei den Formatvorlagen. Dann ploppen nämlich die Formatvorlagen alle auf, die in eurem Dokument verwendet werden. Wenn wir jetzt hier den Cursor reinsetzen, dann sehen wir, der Text in dem Literaturverzeichnis hat witzigerweise auch die Formatvorlage Literaturverzeichnis. Wer hätte das auch gedacht? Rechtsklick drauf und wir gehen auf Ändern. Und jetzt ändern wir einmal die Schriftgröße zu 9. Zum anderen gehen wir wieder auf Format, Absatz und machen den Sondereinzug, den wir bei unserem normalen Texte wollen. Den wollen wir hier nicht. Den löschen wir und gehen auf OK. Und wenn wir das geändert haben, dann sehen wir schon, der Text sieht hier eigentlich wunderbar schön formatiert aus, so wie wir es haben wollen. Jetzt haben wir nur noch hier das einmal Literaturverzeichnis auf Deutsch stehen. Das können wir von mir aus von Hand ändern. References. Gut, und wenn wir jetzt noch die Nummerierung davor weg haben wollen, dann klicken wir einfach mit rechts einmal da drauf und machen hier bei Nummerierung den Haken weg oder den Haken, wir stellen einfach ohne ein und wenn wir sehen, ist hier dann die Nummerierung weg, so wie es sich gehört. Ja, wunderbar. Und so haben wir jetzt innerhalb von vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten unser Word-Dokument eigentlich sehr ansprechend formatiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.